Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zu The Bus. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein paar Folgen für euch auf, hier im wunderschönen Berlin mit wunderschönem Sonnenscheinwetter. Also besser hätten wir das Wetter gar nicht haben können. Und ich würde sagen, mein Busfahrer ist schon ganz wild drauf. Los geht's. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben The Bus, glaube ich, nur ein, zwei oder höchstens dreimal gespielt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ah, doch. Mir fällt's gerade wieder ein, warum. Die Problematik war tatsächlich, dass mein Lenkrad nicht erkannt wird. Und jetzt ist mein Lenkrad ganz hinüber, was natürlich richtig scheiße ist. Aber da können wir nichts dran ändern. Und deswegen, ja, legen wir mal los, oder? So, was haben wir denn hier? Drücke Start auf den Bordcomputer und gib die Kursnummer ein. So, erstmal müssen wir den PIN für den Verkauf ist die 5213. Das ist immer praktisch, dass das angezeigt wird. Ich fände es cool, wenn hier so ein kleiner Zettel liegen würde. Zack. Zack. Mission wurde mit Linie 100 Kurs 4 gestartet. Das heißt, wir nehmen die Linie 100, bestätigen das Ganze und gehen auf den Kurs 4 und bestätigen das Ganze. So, wir starten am Alexanderplatz und hören irgendwo auf. Gucken wir mal. Guten Tag zusammen. Moin, 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 grüß euch. So, dann habe ich versucht, den Switch Pro-Controller zu verbinden und das hat leider auch nicht funktioniert. Ich weiß. Funktioniert der Controller doch? Lustigerweise ein paar Teile vom Controller funktionieren, aber nicht alle. Das ist ja mal. Also zoomen können wir. Was das hier ist, weiß ich leider nicht. Die Maus wird dann angezeigt, ausgeblendet. Okay, Pause geht. Und einen Screenshot können wir machen. Okay, leider funktioniert es nicht ganz, aber halb so wild. Denn wenn schon die Lenkung funktioniert, dann ist das ja schon die halbe Miete, meiner Meinung nach. Ne? Also, wenn die Lenkung schon eine Funktion hat. Huch. Ah, okay. Der Blinker geht auch wieder aus. Was ist das? Das ist die Handbremse. Und wir können den rechten Blinker auf dem Controller bewegen. Leider aber auch nicht mehr. Schade drum, aber es ist nicht schlimm. So, auf jeden Fall müssen wir gucken, natürlich, dass wir erstmal alle Türen schließen. Nicht nutzbar, da einfache Türsteuerung aktiv ist. Das heißt, wenn wir jetzt losfahren, müssten die Türen zugehen, oder? Okay, das finde ich wiederum ziemlich gut. Somit kann ich dann doch ein bisschen mit dem Controller spielen. Sehr gut. Dann ist das Ganze einfach ein bisschen entspannter, ein bisschen smoother. Spandauer Straße, Marienkirche. Ich hoffe, die Bremse geht. Ja, sie geht. Alles gut. Und vielleicht kriege ich die anderen Tasten ja auch noch ins Spiel programmiert, dass wir da dann gegebenenfalls auch mit klarkommen. Guten Morgen! Ich hoffe, es geht euch allen gut. Okay, zurück gibt es kein Restgeld. Das heißt, wir nehmen die ganze Kohle. Er bekommt 20 Cent. Ne, 10 Cent bekommt er eigentlich nur da. 20 Cent bekommst du, aber ich kann dir... Ah doch, da. So. Perfekt. Jetzt wird er noch ein Ticket haben, ne? Ich suche gerade noch. Moment. Verkauf.
Ich weiß leider gerade nicht, wo ich dir ein Ticket verkaufen kann, Kollege. Es tut mir sehr leid. Ich guck mal nach, wie du ein Ticket bekommst, ja? Kurzen Moment. Ach Herr, der tut mir schon so ein bisschen leid. Kneeling hoch runter, das ist uninteressant. Türlicht brauchen wir gerade auch nicht unbedingt. Blinker rechts, Blinker links, auch unwichtig. Wichtig ist aber gerade, wie verkaufe ich diesen jungen Mann ein Ticket? Also theoretischerweise. Huch, jetzt haben wir die Maussteuerung angemacht. Müsste das ja hier drüber gehen. Ach da! 24-Stunden-Karte Berlin AB. Einzelfahrschein? Nein, 24-Stunden-Karte. Quittung drucken. Schönen Tag noch! Leute, es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen hätten, oder? Das ist unser Bus. Durchgehend im Kneeling? Ja, ne? Ich glaube, wir hängen hier durchgehend quer. Oh, das stört mich aber jetzt immer, wenn ich anhalte. Dann gehen die Türen auf. Ziemlich strange. Interessante Steuerung. Aber halb so wild, ne? Also easy going hier. Die Leute, die natürlich jetzt aus Berlin zuschauen, können mir natürlich bestimmt sagen, wie detailliert das Ganze hier ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr detailliert dargestellt wird. Aber ihr könnt es mir besser sagen. So, einmal anhalten bitte. Bin ich mal gespannt, ob wir nochmal ein Ticket verkaufen müssen. Viele halten einfach ihr Smartphone in der Hand. So, Anfrage ist ein Berlin AB-Ticket. Das ist ein Einzelfahrschein. 3 Euro bitte. Bitteschön. Das hat gut funktioniert. Bimbe. Geistert. Auf geht's. Ich bin ehrlich, ich hätte gedacht, wir hätten jetzt irgendwelche großartigen Komplikationen, aber es läuft ja wie am Schnüppchen. So, ich bin jetzt auf die Tastatur gewechselt, weil das mit dem Controller dann doch nicht so gut funktioniert habe, wie ich erhofft habe. Oh ja, perfekt. Zack, wird es automatisch grün, wo wir angekommen sind. Sehr gut. Moin moin, grüß euch. Wenn man sich einmal verklickt, ist vorbei. Bezahlmethode Handy. Okay, Berlin ABC braucht er. Müssen wir einmal zurück. Berlin ABC. Einen Einzelfahrschein. Er kriegt natürlich eine Quittung und zahlt per App. Mit einem Kartenterminal. Als ob das ohne Probleme funktioniert. Wie geil gemacht ist das bitte? So, wir haben 2 Minuten 30 Verzögerung, was super optimal ist. Aber es kann vorkommen. Kein Unternehmen ist perfekt. Okay, die Türen gehen nur auf, wenn man in der Nähe einer Haltestelle ist. Okay, dann ist alles in Ordnung. Dann habe ich nie was behauptet oder gesagt.
Ist sehr sommerlich alles hier, ne? Das ist schon krass detailliert. An die Straße erinnere ich mich sogar. Wir waren vor... Boah, wie lang ist das her? 9 Jahre? Nein, kann nicht sein. Ich glaube, knapp 7,5 Jahren waren wir einmal in Berlin. Nini wollte sich Berlin unbedingt mal anschauen und das haben wir dann natürlich möglich gemacht. Und diese Straße sind wir lang gegangen. Hier sind einige Geschäfte, hier sind auch Souvenirläden, glaube ich. Hier ist auch irgendwo, wenn das nicht sogar da ist... Ne, das ist Miele. Nein. Ja, das müsste hier unter den... Ich glaube, das war die Straße, die man dann lang spazieren... Also, die wir lang spaziert sind, um uns Berlin auch ein bisschen anzuschauen. Auch die Knöpfe und alles, das sieht echt gut aus, Leute. Sebastian hat richtig Potenzial. Also, wenn ihr Bock habt, schaut es euch selber mal an, holt es euch auf Steam oder irgendwo anders. Beliebte Plattform, ne? Gucken wir mal, ob wir heute nochmal was verhökern müssen. Moin, sei gegrüßt. Moin, moin, moin. Gott, wir haben keine Zeit zum Warten. Falls jetzt nur einer verpasst war, tut mir leid. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben dezent Verspätung. Also wir haben jetzt 1 Minute 30. Wenn wir jetzt durchgehend grün haben, haben wir natürlich Glück und kommen gut durch. Minus 2 Minuten. Ich glaube, wir sind jetzt... Minus heißt eigentlich, dass wir zu früh sind, glaube ich. Plus wäre die Verspätung. Von daher sehe ich... Lol, ist der gerade sitzend aus dem Fahrzeug gerollt? Geschoben? Ich weiß nicht. So, moin. Ein ABC-Ticket. Gerne. Ein Einzelfahrschein. Dann bekomme ich bitte 3,80 Euro. 20 Cent für Sie zurück. Und bitteschön. Einen schönen Tag noch. Bitte abfahren. Also doch schon. Okay. So, was macht der Gehirnakrobat hier vor uns? Ah, okay. Alles in Ordnung, Leute. Alles in bester Ordnung. Jetzt müssen wir hier einmal rumkommen. Das ist gut gegangen. Sehr gut. Also mit Tastatur ist es spielbar. Wir können ja mal gucken. Wir gehen mal hier auf die Maussteuerung. Ob das einfach vom Lenken her angenehmer ist? Wir überholen mal kurz. Okay, wir kriegen mit der rechten Maustaste kriegen wir wieder die Funktion der eigentlichen Maus. Und ansonsten können wir hier schön gemütlich sogar. Nein. Hör da auf. Mensch. Kann ich auch nur lenken? Danke. Ich wollte mich gerade sagen, also das war gerade ein bisschen zu plötzlich und zu holprig. Aber schön, dass ich ausnahmsweise auch den Blinker gefunden habe. Mein Gott, Herr, Leben am Limit, Leute. Ich sag's euch. Gerade eben hatten wir noch einen guten Zeitbonus. Der ist, glaube ich, jetzt verstrichen. So, dann biegen wir mal flott ab. Fußgänger haben gleichzeitig grün. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Aber tatsächlich haben wir noch überhaupt gar keinen Unfall gebaut, was mich auf einer Seite echt wundert. Reichstag, Bundestag. Reichstag, Bundestag. So, das, was ihr im Hintergrund gehört habt, war eine Leergutflasche, die mein Kater gerade meinte, runterzuschubsen. Danke. Ah,
So, hab ihn kurz aus dem Zimmer geschickt. Also, der Kerl, der denkt sich auch, er darf alles. Hab ich extra aus dem Bett gelegt, damit ich sie gleich nicht vergesse rauszunehmen. Und er ist der Meinung, er schmeißt sie einfach mal runter. Das Video umfasst übrigens mehrere Videos, also das schneide ich dann, wenn ich komplett aufgenommen habe, schneide ich das in mehrere einzelne Videos, damit ihr ein paar Tage davon habt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Da, ja, aber ich muss hier rüber schwenken und wie mache ich das jetzt? Hallo. Okay. Das ist noch nicht ganz ausgereift. So, das Ganze kostet 3 Euro. Er braucht einen AB-Einzelfahrschein. So, bezahlt das Ganze bar. Vielen lieben Dank. Einen schönen Tag noch. Der nächste, 3,80 Euro. Zahlt mit dem Handy einen ABC. Braucht er aber einen Einzelfahrschein. Bitteschön. Und Ihnen auch einen wunderschönen Nachmittag noch. Obwohl, wenn ich nur die mittlere Maustaste drücken muss, damit ich wieder volle Kontrolle habe, ist das vollkommen in Ordnung. Platz der Republik. Platz der Republik. Wir haben aber auch ein Glück. Wir standen bis jetzt einmal ganz kurz im normalen Feierabend- oder Morgenfrühverkehr. Berufsverkehr nennt sich das. Guten Morgen zusammen. Grüße euch. Also hier durch manövrieren. Geht ja noch, aber es gibt, glaube ich, auch Gassen, wo man ungern durchfährt. Auch in Berlin gibt es diese Gassen. Haus der Kulturen. Aber zum Thema zurück. Berlin gefiel uns persönlich nicht. Es ist dann ein bisschen zu multikulturell für mich gewesen und auch für Nini. Nicht, dass wir gegen irgendeine Fraktion etwas hätten. Aber das war dann eins zu viel und nee, für mich war das dann einfach nichts. Ohne da irgendwie jemanden auf die Füße zu treten oder so. Ne. Wunderbar, sind wir auch direkt wieder fertig. Wir müssen ja ein bisschen gucken, dass wir die Minuten wieder gut kriegen. Heißt, nicht zu lange an Haltestellen rumchillen, sondern auch mal gut vorwärts und Meter machen. Es tut mir so leid, aber das waren bestimmt ein paar Spiegel, die ich mitgenommen habe. Passiert. Hat keiner gesehen. Scheiß drauf. Boah, jetzt grün wäre eine Wohltat. Genau jetzt. Genau jetzt grün. Ich meinte natürlich wir jetzt genau grün, nicht der Gegner. Genau, der Gegenverkehr. Man kann nicht alles haben, man kann nicht alles bekommen, was man möchte. Schade auch darum. Klick, 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 klick. Dauert aber hier. Hallo. Auch schön mit dem Auspuff und alles. Also es ist auf viele Details geachtet. Ne? Finde ich sehr gut. Während der Maussteuerung niemals ohne Grund die Maus anheben und wieder zurücklegen. Ist tödlich.